Wir nahmen zum dritten Mal in Folge am Kids Cup in Mannheim teil. Im ersten Spiel konnten wir uns souverän gegen den Gastgeber Mad Dogs durchsetzen. Nach einer längeren Pause starteten wir voller Selbstbewusstsein in die zweite Partie gegen das Girls Team Switzerland. Wir spielten uns in einem regelrechten Rausch und die Tore fielen wie am Fließband. Großes Kompliment an die Girls, sie gaben sich zu keiner Zeit auf und kämpften bis zur letzten Minute. Dennoch konnten wir das Spiel deutlich für uns entscheiden. Jetzt hatten wir mit 4 Punkten eine sehr gute Ausgangslage für das Spiel gegen die starken Heilbronner. Ich glaube, das wird jetzt das schwierigste Spiel in unserer Gruppe. Wir müssen ankommen, vorne, aber trotzdem auch vorne noch die Anspielstation haben, um drumherum spielen zu können. Wir müssen die vor dem Tor wegziehen können. Die standen vorhin ziemlich kompakt vor dem Tor. In den ersten Minuten schenkten sich beide Mannschaften nichts. Dennoch konnten wir in der Folge das Tempo merklich anziehen und uns schnell absetzen. Und dementsprechend auch das Spiel für uns entscheiden. Im letzten Spiel des Tages bekamen wir es mit dem HC Dijon aus Frankreich zu tun. Wir waren den Franzosen in allen Belangen überlegen. Und konnten uns auch hier sehr schnell absetzen. Am Ende bedeutete der Gruppensieg für uns die direkte Qualifizierung fürs Halbfinale. Am nächsten Tag wartete Paris jetzt im Halbfinale auf uns. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel. Wir konnten zwar in Führung gehen, aber die Franzosen schafften den Ausgleich und drückten auf den Führungstreffer. Doch wir holten uns die Führung zurück und konnten schnell nachlegen. Am Ende gewannen wir das Spiel 7:3. Natürlich freuten wir uns riesig über den Finaleinzug. Vor dem Finale gegen die Adler Mannheim schwor Julian uns nochmal alle auf das Spiel ein. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen, wo wir alle nochmal mehr als diese 100% geben. Durch die ganze Arena hörte man unseren Schlachtruf. Doch es kam anders als gedacht. Wir spielten eingeschüchtert und ängstlich und ließen die Adler schalten und walten, wie sie wollten. Am Ende stand eine saftige Niederlage auf der Anzeigentafel. Glückwunsch an die Adler Mannheim. Rückblickend schauen wir auf ein bockstarkes Turnier von uns, bei dem jeder einzelne Spieler alles für die Mannschaft gegeben hat. Was noch ein wenig wehtut, ist die Tatsache, dass unsere einzige Niederlage, obgleich auch verdient, ausgerechnet im Finale kassiert haben. Bleibt noch zu erwähnen, dass unser Team diverse Auszeichnungen bei der Skill Competition erzielte.